Er sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Besonders in dieser Farbe. Eigentlich gefallen mir die meisten Audis nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir sehen sie oft zu langweilig aus. Aber in diesem Fall fühlt sich mein innerer Proll direkt angesprochen. Leider klingt er gar nicht so prollig. Dynamik. Hört ihr das? Der AMG C63 kann das mit dem Rabatz sehr viel besser. Und Audi kann das eigentlich auch. Ich will nur Audi RS3 sagen. TT RS, Audi R8. Erst wenn man den Bleifuß aufs Gas stellt und die Gänge ausdreht, wird er laut. Blöd daran, um den Motor zu hören, muss man so schnell fahren, dass man sich fast vor Angst in die Hose macht. Das ist schon absurd schnell. 4,1 Sekunden vergehen bis Tempo 100. Eine Zahl, die der Beschleunigungswucht nicht gerecht wird. Mit 1,5 bar Ladedruck produziert der Biturbo V6 unablässig Schub. Und das bereits aus dem absoluten Drehzahlkeller heraus. Umso erstaunlicher, dass es sich hier um einen Kombi mit Platz für 5 handelt, nicht um ein zweitüriges Coupé wie den RS5. Im RS5 kann ich nicht durch die hinteren Türen aussteigen und die Beinfreiheit ist da auch nicht so toll. Und das Kofferraumvolumen schon gar nicht. Hier habe ich 505 Liter, die ich noch erweitern kann, wenn ich die Sitze umklappe auf 1510 Liter. Das sollte eigentlich ausreichen, um jedes erdenkliche Haustier zu transportieren. Ich bin überzeugt davon, dass er hier reinpasst. Aber vermutlich nicht in einem Stück. Die Kombi-Variante ist praktischer als das Coupé. Soweit nicht ungewöhnlich. Allerdings fährt sie auch besser. Ich begreife immer noch nicht, warum der Unterschied zum RS5 so gigantisch ist. Audi sagt, alles, was sie gemacht haben, wäre die Dämpferrate an der Hinterachse zu ändern. Und der Radstand ist ein bisschen länger. Und das soll es gewesen sein. Das erklärt für mich aber nicht wirklich, warum das Einlenkverhalten brillant geworden ist. Vielleicht haben sie mehr gemacht, als sie zugeben wollen. Weiß ich nicht. Aber das hier ist eine Offenbarung. Für mich war der RS5 die größte Überraschung des letzten Jahres. Trotz 265er Vorderreifen wollte er nur untersteuern. Er hatte mit Sportlichkeit so viel zu tun, wie ich mit einer guten Vergleichsmetapher für diese Stelle des Videos. Und jetzt kommt ein im Prinzip fast identisches Auto, der RS4. Und fährt so viel besser. Das macht ihn für mich zur größten Überraschung dieses Jahres. Da wäre noch eine weitere Überraschung. Ach guck mal, da war sogar eine Andeutung eines Übersteuerns. Der Allradantrieb besitzt eine für Audi untypische Hecklastigkeit. Das hat Fabian hinter der Kamera so sehr irritiert, dass er vergessen hat, scharf zu stellen. Ein bisschen untersteuert der RS4 trotzdem noch. Es kommt irgendwann der Punkt, an dem, wenn ich zum Beispiel voll auf den Stempel gehe in der Kurve, an dem die Leistung nicht mehr nach hinten wandert, sondern auf einmal versucht wird, im Allradantrieb irgendwo unterzubringen. Also auch vorne. Und in dem Moment überfordere ich als Fahrer ganz einfach selbst den Antriebsstrang und das Auto fängt an, über die Vorderachse zu rutschen. Da gibt es andere Allradsysteme, die die Kraft ein bisschen anders handeln, die trotz meiner Bleifußigkeit mehr Kraft nach hinten werfen, was dann das Auto noch weiter ins Übersteuern oder sogar ins Driften bringt. Driften ist nicht. Aber es ist mehr Übersteuern drin als bei nahezu jedem anderen
RS Audi. Am meisten beeindruckt allerdings die ungeheuer effiziente Kraftübertragung. Fährt man rund und sauber, fühlt es sich an, als würde der RS4 jedes Quäntchen Leistung in Vortrieb verwandeln. Eigentlich hatte ich schon gedacht, dass RS jetzt so inzwischen, na, kann man schon fast abschreiben. Die wollen gar nicht mehr so richtig. Die wollen irgendwelche Lifestyle-Kutschen für reiche Angeber verkaufen. Der hier, der fährt gut. Der fährt richtig gut. Er kostet allerdings auch gutes Geld. In der Basis 80.700 Euro. Für den Testwagen, den ihr hier seht, muss man fast 119.000 Euro bezahlen. Extras wie die überraschend leise Sportabgasanlage, die 20 Zoll Felgen und das 5.900 Euro teure Dynamikpaket summieren sich schnell. Zum Dynamikpaket gehören übrigens ein Hinterachsdifferential und die Erhöhung der Höchstgeschwindigkeit auf 280. Außerdem gibt es etwas, das Audi als Dynamiklenkung bezeichnet. Je nachdem, wie schnell und stark ich einlenke und wie sich meine Geschwindigkeit verhält, brauche ich mehr oder weniger Lenkwinkel. Das Problem ist, dass sich der Lenkwinkel ständig verändert und ich nicht wirklich gut einschätzen kann, wie viel ich jetzt wirklich einlenken muss. Dieses Problem hat Audi erkannt, weshalb die variable Übersetzung im Dynamikmodus bei über 30 km/h unterbunden wird. Insofern wird dieses komplette Konstrukt der Dynamiklenkung eigentlich ad absurdum geführt, weil man die nicht braucht. Die Keramikbremse ist weitaus nützlicher. Für 6.000 Euro aber eher eine Luxusoption und kein Muss. Beim Getriebe gibt es nur eine Option, Automatik. Also kein Doppelkuppler mehr, Achtgang, Automatik. Die klemmt nur so ein bisschen gefühlt. So. Sie ist halt kein Sportgetriebe, da fehlt es so ein bisschen an der Vehemenz. Und das Getriebe im Automatikmodus schaltet auch nicht immer dann runter, wenn ich es haben möchte. Gibt mir auch nicht immer im idealen Moment die Drehzahl und entsprechend das Drehmoment, was ich brauche, um vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit einer Rotation aus der Kurve rauszukommen. Deswegen im manuellen Modus fahre ich am liebsten. Und das Getriebe ist eine der kleinen Schwachstellen, die das Auto hat. Alles in allem gibt es trotzdem so gut wie nichts zu meckern. Der RS4 beweist, dass Audi wirklich sportliche Autos bauen kann. Wenn sie nur wollen. Mmh.